Ganz herzlich willkommen zu Beyond Perception und zu einer neuen Entdeckungsreise heute in die Welt des Klanges und den musikalischen Ursprung dieser Schöpfung. Und ich freue mich sehr, dieses Thema mit meinem heutigen Gast Sebastian Siller zu erkunden. Ja, Sebastian, du bist Songwriter, Komponist und Autor des Buches »Wie Musik die Welt erschafft«. Und ich zitiere, möchtest an die erhebende und schöpferische Kraft der Musik erinnern. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja. Hallo Simon, danke für deine Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, ich bin sehr gespannt, ja, heute mehr zu erfahren über Musik, deren Wirkung, Auswirkungen auf uns, aber ja, auch vielleicht als den Ursprung unseres Seins. Und du schreibst, also das zitiere ich jetzt, deine Mission ist, diesem schöpferischen Wesen der Musik auf den Grund zu gehen. Ja, das ist meine Mission. Das versuche ich, das habe ich gemacht mit einem Buch, das ich geschrieben habe, wie Musik die Welt erschafft. Da habe ich ganz viel Informationen und Geschichten gesammelt zu dem schöpferischen Wesen der Musik, das heutzutage meiner Meinung nach ein bisschen oder vielleicht sogar sehr in Vergessenheit geraten ist. Heutzutage sehen wir ja Musik eher so als zur Unterhaltung an. Es ist vor allem Geschmackssache. Es gibt natürlich auch so ein paar Punkte, die wir auch akzeptieren, dass Musik unsere Emotionen beeinflusst und heilen kann. Aber was ich versuche darzulegen, ist, dass Musik weit, weitaus mehr ist als nur das. Und das ist nicht nur meine Ansicht, sondern das ist die Ansicht vieler alter Kulturen. Also früher im alten China, im alten Indien, im alten Griechenland, Ägypten und aber auch noch in der Zeit der Renaissance oder des Mittelalters, die alten Komponisten hatten eine ganz andere Auffassung von Musik, als wir sie heute haben, nämlich dass Musik eben nicht nur einfach so da ist, um zu hören, sondern Musik ist eine Kraft, die schöpferisch wirkt. Das heißt, es erklingt was und im Anschluss an dieses Erklingen manifestiert sich etwas in der Welt, ein Zustand, ein Ereignis, eine Erfahrung. Und dadurch wird Musik zu einem Mittel, mit dem wir unsere Welt gestalten können. Und eben, ich versuche das darzulegen in meinem Buch, dass das früher eben tatsächlich so gemacht wurde. Im alten China zum Beispiel gab es ein Musikministerium. Das war das höchste Amt. Ja. Und das war dazu da, um zu schauen, wie sind die Zustände im Land und wie sind sie so, wie sie gewollt sind. Also sind die Menschen zufrieden? Ist die Ernte gut? Auch Naturereignisse, gibt es da genügend Regen und was auch immer, die dann so beobachtet und festgestellt haben. Und wenn da irgendwas nicht nach deren Vorstellungen entsprach oder wenn sie festgestellt haben, das ist nicht mehr im Einklang mit, also auch hier wieder im Einklang mit der göttlichen oder kosmischen Ordnung, dann haben sie gesagt, lasst uns mal die Musik anhören, die dort in der Provinz oder in der Region oder in dem Land oder wie auch immer gespielt wird. Und ob die überhaupt noch in Tune ist mit diesem kosmischen Ton. Und dann haben sie gesagt, da, das stimmt nicht mehr. Wir müssen hier die und die Musik spielen. Wir müssen das verändern. Wir müssen das wieder angleichen. Wir müssen das in Balance bringen. Also das Yin-Yang-Verhältnis zum Beispiel im alten China ganz wichtig. Also männliche und weibliche Kraft ausgewogen und eben auch in der Musik. Und dann haben sie die entsprechende Musik zum Erklingen gebracht und eben nicht für Zuhörer unbedingt, also für ein Publikum, sondern tatsächlich einfach nur, um sie zum Erklingen zu bringen. Und dafür hatte das Kaiserhaus riesige Orchester, also in einer Dynastie, um 500 nach Christus war das, glaube ich, da gab es im Kaiserhaus 15 Orchester mit mehr als 1000 Mann und Frau. Ja. Also muss man sich mal vorstellen. Und das diente natürlich nicht nur dazu da, um Konzerte zu geben, wie wir es heute kennen, sondern tatsächlich, um Schwingungen in die Welt zu senden, die dann Dinge erschaffen. Also auch die Quantenphysik heutzutage hat ja festgestellt, es ist alles Schwingung. Ja, also wenn wir in die Quantenphysik reingehen, dann stellen wir ganz oft fest, das ist ganz ähnlich mit, was die damals schon wussten.
oder wie die das damals gemacht haben. Also wenn wir ein Verständnis von der Welt entwickeln und sagen, alles ist Schwingung, also auch jede Materie ist im Grunde nur im Kleinen, dann sind Schwingungen, alles klingt, Nada Brahma, die alten Inder, die Welt ist Klang, dann ist das Prinzip, wir verursachen Schwingungen über Musik, die dann sozusagen manifest werden in einer Form. Also das, was vorher noch unmanifest in einer ätherischen Form als Schwingung, als Musik vorhanden war, manifestiert sich dann, wie soll man sagen, es regnet sozusagen, diese Schwingungen regnen sozusagen auf das Quantenfeld oder auf das Urwasser, wie man es nennen möchte. Und daraus erwächst dann eine bestimmte Manifestation, ein Ereignis oder eben tatsächlich auch was Materielles, das dann eben diese Schwingungsform annimmt, die vorher latent in der Musik enthalten war als Information. Ähnlich wie ein Same einer Pflanze. In dem Samen ist ja die Information von der Pflanze schon enthalten. Und wenn wir diesen Samen in die Erde legen, schön gießen und wässern, dann kommt irgendwann manifest, wird dann die Information, die ja vorher nur in dem Samen vorhanden war. Das ist logisch, das kann jeder nachvollziehen, dann kann ja sagen, ja, so ist es. Und die Auffassung der alten Philosophen oder alten Kulturen war eben, im Klang selbst ist auch eine Information. Und wenn wir diese Information zum Erklingen bringen, dann fällt die genauso in eine Art von Erde, also eben in dieses Quantenfeld, Qi, wie kann man es noch nennen, morphogenetisches Feld, gibt es auch noch so einen Begriff, das sind ja letztendlich nur Begriffe, also es fällt sozusagen in ein Energiefeld und dann wächst irgendwann als Folge von der Information, die in dem Klang war, wird in Form gebracht, Information gebracht, das, was da drin steckt. Das heißt, es ist nicht so, dass die Auffassung war nicht so, dass eine Gesellschaft eine bestimmte Musik hervorbringt, sondern genau umgekehrt. Musik bringt eine bestimmte Gesellschaft hervor. Also zuerst die Musik, dann die Erscheinung. Und das ist so ein grundlegender Wechsel in der Perspektive. Heutzutage, wir machen einfach so Musik und ja, erfreuen uns daran, da ist ja auch nichts Falsches dran oder wie auch immer und wir verdienen damit Geld. Aber wir sind uns gar nicht mehr bewusst, dass wir jedes Mal, wenn wir Musik zum Erklingen bringen oder Musik hören, dass dann etwas passiert in der Welt. Also ein Ereignis. Es wird etwas erschaffen. Es manifestiert sich etwas. Und darauf gehe ich eben in meinem Buch über 500 Seiten drauf ein, beleuchtet es unter allen möglichen Aspekten. Wie wirkt Musik sich auf Pflanzen aus? Wie wirkt Musik sich auf Gesellschaften aus? Was sind Erscheinungen, die wir heute in der Welt haben, wo wir denken, warte mal, die wollen wir eigentlich gar nicht? Und versuche dann den Umkehrschluss zu bilden. Was für Musik klang denn vorher, damit wir jetzt in so einer blöden Situation gelandet sind? Oder auch umgekehrt, was ist denn Schönes und was für Musik hat denn dieses Schöne hervorgebracht, sodass wir dann lernen können, unterm Strich als Fazit, wie können wir Musik nutzen, um eine Welt unserer größten Vorstellungen, besten Vorstellungen, schönsten Vorstellungen zu schaffen. Ne? Quasi ein Paradies auf Erden, jetzt um das mal ganz utopisch, naiv, aber sage ich mal absichtlich so, wie können wir mit der Musik ein Paradies auf Erden erschaffen, indem wir Klänge erzeugen, Musik erzeugen, die dann zu den gewünschten paradiesischen Zuständen führen. Das ist schon spannend. Also ich habe das natürlich über dich, habe ich das schon gehört, aber als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja verrückt, oder? Das ist, also wie du sagst, also Musik hat hatte scheinbar einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Und wenn ich dir zuhöre, also das war wirklich so, also sozusagen, man hat die Stimmgabel genommen, die Stimmung der Menschen, sozusagen der Gesellschaft gemessen und dann in dem Sinne eine bewusste Informationen, das Feld gegeben über Musik, damit sich dann sozusagen, also könnte man das auch umschreiben, dass wir sozusagen ein Resonanzkörper sind, der mit, je nachdem, mit welcher Schwingung uns umgibt, in Resonanz gehen? Ja, alles geht in Resonanz.
Alles schwingt, alles ist Klang, eben dieses Nada Prama, alles ist Klang. Und wir können gar nicht anders. Also allein auch unsere Physiognomie, unsere Knochen sind Hohlkörper, die sind quasi Resonanzkörper. Ja? Und wir und wir nehmen Klänge nicht nur über unser Ohr auf, sondern auch über die Haut, also über unseren ganzen Körper oder über unsere Chakren, wenn wir diese Bezeichnung verwenden wollen. Ja? Also sozusagen Musik nur zu hören, den Ohren und zu sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ist wirklich nur ein kleiner Aspekt. Es geht auch gar nicht so darum, gefällt mir die Musik oder gefällt sie mir nicht. Ähnlich wie, schmeckt mir ein Apfel oder schmeckt mir ein Apfel nicht. Ja, ein Apfel ist gesund. Punkt. Ja, wenn er mir schmeckt, umso besser, dann habe ich vielleicht noch einen größeren Nutzen daraus. Aber es ist einfach so. Also das stellt sich nicht die Frage. Wenn wir zum Beispiel, wenn es um unsere körperliche Gesundheit geht, dann und der Arzt uns sagt, ja, du solltest mehr Äpfel essen, dann sagen wir, na gut, dann mache ich das halt. Ja? Mit der Musik ist das aber genauso. Musik ist auch Nahrung. Musik ist auch viel, viel mehr Nahrung als nur ein Apfel. Musik ist Nahrung für Körper, Geist und Seele. Also eben weil wir in Resonanz gehen mit den Klängen. Ob wir es wollen oder nicht, wir können es überhaupt nicht abschalten. Wenn ich ein Stück höre, das mir nicht gefällt, heißt das nicht, dass es mich nicht erreicht. Es erreicht mich trotzdem, genauso umgekehrt. Also ein wie soll ich jetzt sagen, ein konstruktives oder ein Stück, das paradiesische Zustände erschafft, wie meiner Meinung nach zum Beispiel von Mozart oder von Johann Sebastian Bach oder wem auch immer. Mir muss Mozart nicht gefallen, aber die guten Schwingungen darin, die seelenerhebenden Schwingungen, die da drin sind, erreichen mich trotzdem. Und du hast vorher gesagt, im Sinne von Musik als Samenkorn, als Informationsträger, ist das dann der eine Aspekt in dem Sinne der Klang an sich und der andere die Intention oder das Bewusstsein oder der Geist, der diesen Ton sozusagen anschlägt? Wie kann man das umschreiben? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie kommt denn die Information da rein in diesen Klang sozusagen? Wie gesagt, ich habe sehr viele Seiten für gebraucht, um das alles aufzudröseln. Das ist nicht umsonst hatten die Chinesen ein Musikministerium, das sich eben wirklich ausführlich damit beschäftigt hat, weil es ist natürlich auf eine Art und Weise ein sehr komplexes Thema. Also das hängt mit so vielen Dingen zusammen. Also der wichtigste Punkt für die alten Kulturen war, ist der Klang harmonisch mit dem göttlichen Klang, wenn du so möchtest, oder mit dem kosmischen Klang. Also das war sozusagen die Voraussetzung. Ich versuche das mal so darzustellen, Johann Sebastian Bach oder Mozart oder die ganzen klassischen Komponisten zum Beispiel, die haben, ich glaube bis einschließlich Richard Wagner, haben sie alle gesagt oder von sich behauptet, meine Musik kommt nicht von mir, sondern wird mir diktiert von Gott. Da war der religiöse Gottesbegriff, haben die eben benutzt. Aber was sie gesagt haben war, es bin nicht ich, ich empfange das, ich bin inspiriert, es wird mir eingehaucht von oben und ich schreibe es nur noch auf. Ich glaube, Beethoven war es, der mal gesagt hat, ich kriege so viel diktiert, ich komme gar nicht hinterher beim Aufschreiben. Bin mir nicht sicher, ob es Beethoven war, aber einer von diesen. Egal. Das heißt, das ist schon mal das Erste, wenn wir uns sozusagen selbst zum Instrument machen, zum Empfänger einer höheren Ordnung, ob wir sie Gott nennen oder Kosmos oder Chi oder sowas, spielt überhaupt keine Rolle. Ich möchte hier auch ich möchte gar nicht in die Religion reingehen, sondern mir geht es wirklich um das Allumfassende. Aber der Begriff Gott eignet sich ja ganz gut dafür. Also, dass Gott diktiert, ich empfange, schreibe es auf. Damit ist eigentlich schon mal das Wichtigste getan. Weil die Information, die von Gott kommt, die kann ja nur ein Paradies erschaffen. Ja, also so. Und dann geht es natürlich darum, ist der Komponist zum Beispiel, der das empfängt, ist der
auch wirklich möglichst, na, wie so jemand, der channelt. Also ist er möglichst offen, verfälscht er diese Informationen nicht zu sehr, besitzt er genügend Wissen und Handwerk, um das auch dann umzusetzen in die entsprechenden Klänge, in die entsprechende Musiklehre, entsprechende Harmonielehre, in die entsprechenden Melodien, wie auch immer. Also das erfordert auch ein hohes handwerkliches und ein handwerkliches Können und Know-how über Musik, sonst kann ich es nicht empfangen. Also ich muss die Sprache natürlich verstehen. Und was zum Beispiel im alten Indien ganz wichtig war für Musiker ist, sie mussten nicht nur ihr Instrument beherrschen und über Musik Bescheid wissen, sie mussten auch über die spirituellen oder universellen Zusammenhänge Bescheid wissen, damit sie das eben einordnen können und nicht verfälschen mit, oh, jetzt kriege ich hier eine tolle Melodie von Gott. Ja, wenn ich die jetzt so schreibe, oh, dann kann ich mir bald einen Swimmingpool kaufen. Ja, also ja, da kommt sozusagen, bleibt das Ego so weit außen vor, dass es nur noch der Umsetzung dient. Ja? Also das ist, war sozusagen das Ideal eines Musikers. Klar, es muss ja was vorhanden sein und ich muss auch den Willen haben, ich schreibe das jetzt auf und ich gebe das jetzt der Welt und ich mache jetzt ein Konzert. Aber sozusagen immer, dass die eigentliche kosmische Information nicht verfälscht ist. Mit eigenen Ideen und Wünschen vielleicht oder mit Verlangen und Bedürfnissen. Ja, ich nutze Musik, um meine persönlichen Wünsche zu befriedigen. Da hätten die alten Kulturen gesagt, nö, das funktioniert nicht. Weil damit erschaffst du Egozentrik, Narzissmus und dienst nicht der Welt oder dem Volk. Also ganz wichtig war, Musiker waren Diener. Sie dienten der Menschheit. Mozart hat zum Beispiel gesagt, meine Musik ist dazu da, um die Seele der Menschen zu erheben. Das war sein Ideal. Ne? Also, dass eben die Seele wieder spürbar wird für die Menschen. Das ist das Wichtigste, um diese Informationen so rein wie möglichst oder eben so göttlich wie möglichst in dem Klang zu haben. Wie der Klang sich dann auswirkt, ob das jetzt ein romantisches Orchester ist, ob das ein Popsong ist, das ist dann nur eine Form, unterschiedliche Formen. Wir Menschen brauchen unterschiedliche Formen. Nicht jeder Mensch ist gleich. Ne? Der eine will lieber, was weiß ich, sagen wir, okay, Äpfel schmecken denn nicht, aber Birnen vielleicht sind auch gesund. Und nee, der andere nimmt lieber Erdbeeren und der andere nimmt lieber, also alles ist irgendwie gleich gesund, aber die Form ist unterschiedlich. Ne? Der eine lebt lieber im Norden, der andere lieber im Süden. Also, aber, und deswegen braucht er unterschiedliche Formen. Aber ganz wichtig ist, der Inhalt, der ist der gleiche. Ja? Also der göttliche Inhalt. Und ob das jetzt eben, ja, wie ich sagte, ob das jetzt ein klassisches Orchester war, Musik hat sich ja auch da weiterentwickelt. Ne? Dann wurden die Orchester größer, es gab neue Instrumente, irgendwann gab es Popmusik. Also wichtig ist, dass der Inhalt, dieser göttliche Inhalt da immer drin vorhanden ist. Ne? So, darauf hat das Musikministerium geachtet. Jetzt ist es aber so, dass eben heutzutage bestimmte Formen, oder wir können vielleicht sagen, heutzutage zeigen sich in bestimmten Formen, zeigt sich das Göttliche oder das Kosmische deutlicher als in anderen. Ja, also wenn Mozart sagt, meine Musik dient dazu da, der Seele zu erheben, dann ist dieser Aspekt, diese Information in der Form von Mozarts Musik einfach enthalten. Wenn ich die Information habe, zum Beispiel I can get no satisfaction oder Sympathy for the Devil, dann ist die Form eine andere. Dann ist die Frage, ist da noch viel Göttliches drin, was uns erreicht, oder ist da eine andere Information drin, wie eben, diese Beispiele waren jetzt sehr plakativ. Also die Information von I can get no satisfaction oder Sympathy for the Devil ist natürlich, kann man mal so, ja, in den Raum stellen, wie viel Göttlichkeit da noch drin ist oder wie viel Seelenerhebung da drin ist. Aber auch das mal, ich will da gar keine Wertung reinbringen, sondern einfach nur sagen, einfach nur untersuchen. Okay, du willst deine Seele erheben, macht es dann Sinn, Sympathy for the Devil zu hören? Naja, musst du wissen, sozusagen. Aber dass wir das Wissen darüber wieder erlangen oder dass wir das wieder lernen, schau, wenn du das hörst,
dann brauchst du dich nicht wundern, wenn am Ende dann das rauskommt. Wenn du immer deprimiert bist und unbefriedigt bist, ja, da hätte der Musikminister gesagt, ja, was hörst du denn so für Musik? Ja? Oder eine Gesellschaft, die sehr narzisstisch wird und wie soll ich sagen? Also es gibt in der heutigen Zeit ganz viele Dinge, die ich unter dem Aspekt der Musik betrachten würde und sagen würde, naja, kein Wunder, wenn wir solche Musik gemacht haben. Zum Beispiel eben das Überhandnehmen der narzisstischen Tendenzen in Politik und sonst was. Platon übrigens hat gesagt, Politik ganz wichtig. Ja, in der Politik zeigt sich immer sofort, was für eine Musik lang denn, ne? Weil Politik sozusagen sichtbarer Ausdruck ist. Ne? Dadurch zeigt sich eine Gesellschaft. Ne? Und Platon hat gesagt, passt auf, wenn ihr die Musik verändert, verändert ihr immer auch das Staatswesen. Ja? Ihr müsst schauen, dass die Politik, dass die Musik so gespielt wird, dass dann die Polis auch stabil bleibt. Ja, zum Beispiel. Genau. So. Also die Information, ne, wie sie da reinkommt, das war das Thema. Und dann natürlich auch, wie wird sie wiedergegeben, ne? Welche Musiker spielen sie, welche Instrumente. Also dann können wir so ein bisschen ins Detail gehen natürlich, um das alles noch ein bisschen zu verfeinern. Aber eben das Wichtigste ist die Information, die in dem Stück an sich vorhanden ist. Ob ich die jetzt dann auf einer 100-Euro-Gitarre oder auf einer 5.000-Euro-Gitarre spiele, der Unterschied ist zwar da, also mit einer 5.000-Euro-Gitarre kann ich das nochmal verfeinern und nochmal deutlicher machen, aber Mozart bleibt Mozart, beiden Gitarren. Aber es hat natürlich ist ein Aspekt, also auch die Chinesen haben darauf geachtet, sind die Instrumente gut gestimmt, sind die gut getuned. Ja? Also wenn wir das Idealbild haben, dann nehmen wir natürlich die teuren Instrumente, die auch mit liebevoll hergestellt wurden. Dann nehmen wir die Musiker, die ausgebildet wurden in universellen und handwerklichen Dingen, ja, die dann wirklich ganz bewusst das auch wiedergeben können. Wie auch immer die Ausbildung aussieht, das muss jetzt nicht, ich rede jetzt nicht unbedingt von klassischem Studium oder sowas, aber auf jeden Fall die Beschäftigung damit. Was haben wir noch dann den Ort? Wo spielen wir die Musik? Ja, wie wird die da sozusagen weiterverbreitet? Ne? Ein Konzertsaal oder eine Kirche ist natürlich ein besonderer Ort, in dem die Schwingungen auf eine Art und Weise auch nochmal verstärkt werden durch eine gute Akustik, durch eine bestimmte Atmosphäre. Wie hören wir die Musik, wenn wir zu Hause sind? Hören wir es über eine anständige HiFi-Anlage, wo dann wirklich die ganzen Informationen auch noch rüberkommen und nicht rausgefiltert oder rausgerechnet wurden? Ich bin überhaupt kein Fan von MP3 und diesen ganzen reduzierten Datenformaten, weil da die ganzen Informationen fehlen, die ganz wichtigen seelischen Informationen fehlen. Die sind nicht mehr drin, allein vom Frequenzspektrum. Kann man auch erklären. Mache ich auch in irgendeinem Video. Lass ich jetzt mal kurz sein. Also das ist auch wichtig. Wie hören wir, in welcher Qualität hören wir die Musik? Das sind alles Punkte, die ein Musikministerium berücksichtigt hätte. Wie gesagt, es ist ein ganz großes, komplexes Thema. Also das, was ich mitnehme, eigentlich so ungefiltert, dass sozusagen wiedergeben, was kommt, so wenig eigene Vorstellungen drüber kleben sozusagen, wie möglich. Und wenn man vielleicht die heutige Musik oder das, was man, wenn man vielleicht da nicht weiter sich mit beschäftigt, sagen wir über die ganzen Medienkanäle und was auch immer, die Charts und so weiter anschaut oder was man da an Musik wahrnimmt, da scheint das ja eher, sag ich mal, das Verhältnis umgedreht. Das ist, sag ich mal, von der Tendenz her, oder? Das scheint sehr viel eine eigene Vorstellung oder vielleicht egozentrisch, oder du hast auch die Motivation oder Intention angesprochen, im Sinne von, also wenn ich das so verstehe, ich das jetzt Mozart, also eigentlich Ausdruck zum Selbstzweck, also in dem Sinne, also ohne irgendwas, sag ich mal, egoistisch damit bewirken zu wollen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, die Musik, die man so zum größten Teil, sag ich mal, in den Mainstream-Kanälen mitbekommt, oder da scheint das ja andere Intention, Motivation mit dahinter zu sein. Ja, die Motivation ist natürlich auch ganz oft einfach nur das Geld verdienen oder eben die Selbstdarstellung.
Ich beobachte, es ändert sich gerade ein bisschen wieder. Es gibt wirklich, es kommen wieder bisschen, jetzt wo die Plattenfirmen und die Plattenindustrie, die Musikindustrie nicht mehr ganz so viel Einfluss hat, kommen wieder Musiker zum Vorschein, die wirklich das mit Herz und Seele machen. Aber die Musikindustrie hat lange Zeit Musik total vereinfacht aus Profitgründen und das oder eben um irgendwas darzustellen. Und das ist natürlich, das hat natürlich einen schlechte Auswirkung, oder das heißt schlechte. Ist die Frage, sind das die Auswirkungen, die wir dann haben wollen? Ja, wenn es nur eben nur um Eigenprofit geht. Ja? Und also da zum Beispiel würde ich sagen, Narzissmus ist eine Folge davon. Ja? Oder diese Egozentrik und dieses eben Politiker, die nur noch in ihre eigenen Taschen, die sich überhaupt nicht mehr um das Volk kümmern, die dem Volk gar nicht mehr dienen. Minister heißt übrigens wörtlich übersetzt ein Diener. Ja? Also ein Minister sollte dem Volk dienen. Welcher von unseren Ministern weltweit oder dient denn wirklich noch seinem Volk? Und das hat für mich damit zu tun, dass die Musik eben auch gar nicht mehr dieses Dienende transportiert hat, sondern nur noch das Raffende. Ja? Also es gibt Musikstile, die machen ja auch gar kein Hehl daraus, dass es darum geht. Ne? Wenn wir ein großer Bereich von Hip-Hop geht es um materielle Dinge, um noch ein Auto mehr, um noch mehr eine Frau mehr, um noch ein Goldkettchen mehr. Die machen ja auch gar keine, in den Texten ja auch, wird es ja auch so propagiert, ja. Habe Hier, ich, hab ich, ja. Entschuldigung, da habe ich so eine Geschichte gehört, dass ich weiß nicht, ob es tatsächlich war, ist, aber hat ein vermeintlicher Insider ausgepackt, dass die kommerziellen Gefängnisbetreiber in den USA eben sich mit der Plattenindustrie abgesprochen haben, um Hip-Hop zu promoten, irgendwo Ah in den ja. 80er Jahren. Ja. Ja. Um die Auslastung der Gefängnisse Ja. zu beeinflussen. Ja. Ja, auch hier, es ist im Grunde ganz klar, wenn ich von sowas singe und dann auch noch die entsprechenden Klänge dazu mache, also wenn ich von Destruction singe zum Beispiel, dann ernte ich Destruction. Es ist im Grunde ganz einfach. Wir Menschen müssen einfach nur mal zurückkommen und sagen, okay, wir verrennen uns so in merkwürdige Ansichten und Erklärungen und Ausflüchte und ja, es ist doch Geschmackssache, aber es ist doch auch irgendwie Kunst. Alles beiseite. Es geht überhaupt nicht um Geschmack und es geht überhaupt nicht um Kunst, sondern was sähe ich und was ernte ich? So einfach ist es. Wenn ich Liebe sähe, ernte ich Liebe. Wenn ich Musik mache, in der Destruction propagiert wird, ernte ich Destruction. So einfach ist es. Wenn ich Musik mache, in der ich bin der Tolle und ihr müsst mir alle dienen, dann ernte ich sowas. Ja? Dann ernte ich Narzissmus und eine Politik, die sich nicht mehr um ihr Volk kümmert. Und dazu kommt ja auch, wie wird das transportiert? Das wird ja transportiert über bestimmte musikalische Elemente. Deswegen sagte ich, ein Musiker, ein Mozart, wusste Bescheid über Harmonielehre, über Melodie, über Rhythmus. Um das kraftvoll auch rüberzubringen, weil wir Menschen, eben wie du vorhin gesagt hast, wir gehen ja in Resonanz mit Harmonien, also musikalischen Harmonien, mit Melodien, mit Rhythmen. Wir können nicht anders. Ja? Und jedes dieser Elemente wirkt auf uns ein. Rhythmus wirkt auf den physischen Körper ein. Melodie wirkt auf unseren Gefühlskörper ein, also auf unser Herz. Also ich rede nicht von körperlichen Gefühlen, sondern von wirklich den Emotionen oder dem Herzgefühl. Und das Harmonische wirkt auf unseren Geist ein. Sind wir eingebunden in eine sinnvolle geistige Umwelt oder Tätigkeit oder? Und je nachdem, wie die Musiker das dann kompetent oder geschickt oder inspiriert nutzen, das rhythmische Element, das harmonische Element und vor allem das melodische Element, umso mehr werden wir dadurch genährt. Also Melodien nähern unseren Gefühlskörper. Melodien bringen uns unserem Herzen näher. Wir können leichter aus dem Herzen leben, wenn wir melodische Musik hören. Und wenn jetzt ein Musikstil die Melodie komplett verbannt hat, wie zum Beispiel Hip-Hop, da gibt es keine Melodie mehr. Das ist Sprechgesang. Da gibt es winzige Tonunterschiede, aber es gibt keine Melodie mehr. Dann ist der Gefühlskörper überhaupt nicht angesprochen. Also der Herzkörper. Ja, und bitte hier nicht wieder verwechseln, ja, aber es macht doch auch was mit Emotionen. Nein, wir müssen da wirklich ganz Klartext reden.
Es geht um das Herz. Und das Herz wird angeregt durch Melodien. Es geht nicht um physische Emotionen, um ein Bauchkribbeln oder um eine, was weiß ich, eine sexuelle Erregung oder sonst was. Das ist alles, fällt alles in den physischen Bereich. Dafür ist der Rhythmus zuständig. Und auch da, was passiert, wenn wir Rhythmen hören, die alle künstlich erzeugt werden, also über einen Computer, wie beim Hip-Hop, wo das gar kein Mensch mehr spielt? Was passiert da mit unserem physischen Körper? Frage, wird der noch genährt? Wird der gekräftigt? Oder wird der eher in einen künstlichen, kranken Zustand versetzt, wo die Rhythmen einfach nicht mehr fließen, sondern zum Teil auch zerhacktstückt werden, wie in bestimmten Musikstilen? Trap, zum Beispiel Trap, heißt wörtlich übersetzt Falle. Da sind die Rhythmen, werden so total zerhackstückelt. Ja, was passiert mit einer Musikrichtung, wenn ich Musikrichtung Trap höre? Ich lande irgendwann selbst in der Falle. Habe mich in die Falle gebracht. Ne? Und mein Körper wird krank. Ja, dieser ganze Krankheitswahn, mit dem wir seit 2 Jahren jetzt zu tun haben, diese Panik, wegen dass wir krank werden und sterben könnten, hat uns im Grunde die Angst vor der Krankheit hat uns das Leben genommen. Die Angst vor an Corona zu sterben, hat uns die Freude am Leben genommen. Ja? Wir leben lieber in Angst, ja, bis wir dann doch auch sterben irgendwann, und als in Freude zu leben. Und das ist für mich eine Folge von zum Beispiel diesen künstlichen Rhythmen, die den Körper überhaupt nicht mehr vitalisieren, wo wir sagen können, ach, hier, mein Körper ist, der kriegt es schon hin, der hat als Kind im Schlamm gebuddelt, der hat Würmer gefuttert und was weiß ich, der kann das alles. Und gesunde Rhythmen, und ich meine da nicht nur Schlagzeugrhythmen, ja, also es geht nicht nur ums Schlagzeug, heutzutage wird es ja oft verwechselt, ja, wenn wir um Rhythmus reden, meinen wir dann immer nur den Beat. Nee, in Mozart ist ja natürlich auch Rhythmus drin oder in Bach, ohne Schlagzeug. Also das rhythmische Element an sich, zum Beispiel, weil wir gerade von Bach sprechen, Bachs Rhythmen sind immer sehr fließend, passt zu seinem Namen. Es fließt immer so spannend. So, was passiert mit Bach, wenn ich das höre? Mein eigener Fluss und meine eigenen Körperwasser, ja, es fließt ja durch uns. Wir sind ja zu 70% entstehen wir aus Wasser. Das Blut fließt hier durch. Wir sind eigentlich selber ein Gewässer, wenn man so möchte, in uns. Und wenn ich jetzt Musik höre, die dieses fließende, natürliche Element betont, dann geraten meine eigenen Körperwasser auch in diesen beruhigenden, ruhigen Fluss. Ich fühle mich vielleicht friedlicher, ein bisschen gesünder und aber auch eben vitaler, ja, ein bisschen wacher, ja, ein bisschen gesünder einfach. Fließende Rhythmen machen gesund. Und wenn wir eben, was ich gesagt habe, dann hören wir diese Rhythmen, diese künstlichen Rhythmen, die zerhackstückelt sind, wo kein Mensch mehr dran war, und wundern uns dann, warum wir so eine entmenschlichte Gesellschaft gerade produzieren, die sich Masken überstülpt, die selber aussieht wie die Roboter, die sich verlässt auf KIs, ja, künstliche Intelligenzen und sonst was und vergisst und schon gleich vergisst, dass sie ja noch eine Seele, dass wir eigentlich eine Seele sind, ja, in einem Körper und nicht umgekehrt. Und das wird alles durch diese künstliche Musik, die eben den Rhythmus verneint, die Melodie verneint und die Harmonie verneint. Da geht alles verloren, was uns Menschen und das menschliche Leben ausmacht. Das Fühlen, die Vitalität, die Kraft des Körpers und der Sinn, warum wir das hier alles machen, warum wir hier sind. Und der Sinn, der Sinn des Lebens ist vielleicht, uns wieder mit unserer Seele zu verbinden und nicht mit noch einer Yacht und noch einer Freundin und noch mehr Sex oder was weiß ich. Ja, das führt zu nichts. Und deswegen brauchen wir Musik, die uns an all das wieder erinnert. Melodien, die unseren Gefühlskörper nähren, fließende Rhythmen oder natürliche Rhythmen, die uns mit der natürlichen Kraft unseres Körpers verbinden und harmonisch reichhaltige Musik, also Harmonien, die auch im Gesamtfüge Sinn machen, die Melodie unterstützen, sodass wir nicht einfach nur blind drauf losfühlen, so, ich fühle was, aber, ne, sondern dem auch einen göttlichen Sinn geben. Und dafür sind die Harmonien zuständig. Es gibt diesen schönen Spruch, Melodie ist der Ruf nach Gott, Melodie ist der Ruf des Menschen nach Gott und Harmonie ist die Antwort Gottes darauf. Ja. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt,
Das macht total Sinn. Ja? Mhm. Und wenn wir das auch so hören, wenn wir eine schöne Melodie hören, nehmen wir mal Bridge Over Troubled Water. Ah, eine wunderbare Melodie. Ja? Das hören wir nicht mit der, ja, wie soll ich sagen, mit einer materialistischen Hingabe, sondern das hören wir so, ach, wie schön, da ist etwas, was mich beruhigt, was mir Frieden schenkt. Ja? Und eben, die Melodie ruft und Gott antwortet. Ja? Also ich habe zum Beispiel mal genommen, ich will das nicht immer nur auf die Klassik, aber also auf die Klassik schieben, dass die da irgendwie näher dran waren, waren sie aber, also meistens waren sie näher dran, weil sie größeren Bezug noch zur Religion oder Spiritualität hatten. Mhm. Aber es gibt es in anderen Musikstilen auch. Ja, natürlich. Nur Popmusik ist halt leichter zu vereinnahmen für andere Zwecke als Klassik. Mhm. Ich kann Mozart nicht vereinnahmen, weil das funktioniert leider schon nicht, weil ich, um Mozart spielen zu können, erstmal 10 Jahre üben muss. Oder noch länger. Oder Chopin oder Tchaikovsky oder sonst was. Das kann ich nicht mal eben so an meinem Computer zusammenbasteln. Das heißt, in dieser Musik ist von sich aus schon einfach mehr Substanz drin, weil es die, ohne Substanz geht es nicht. Popmusik ist natürlich leichter zu machen. Ne? Das kann man heutzutage einfach nur mit einem Computerprogramm. Brauche ich nicht viel Substanz für. Und das sehen wir gerade, die viele Musik von heute ist absolut substanzlos, wie ich gerade gesagt habe. Substanz im Sinne von Melodie, Rhythmus, Harmonie. Und wir erleben eine absolut substanzlose und sinnentleerte Welt. Aber es ändert sich zu viel. Ja, und könnte man das dann auch so zu umschreiben, sage ich mal, in dem Sinne, also diese maschinell getakteten Rhythmen sozusagen, die sozusagen einen Takt von außen uns auferleben, sag ich mal, indem wir uns sozusagen befinden, also eigentlich fern von uns selbst und eigentlich diese natürliche, also Musik oder die natürlichen Rhythmen eigentlich eher im Sinne von unseren eigenen Ton wieder abnehmen oder unsere, du hast vor, die Chakren bezeichnet, das als, könnte man da sagen, das ist ja wie unsere Tonleiter in dem Sinne, oder? Und je nachdem, ob wir die mit dem Außen stimmen oder von außen einen Ton, sag ich mal, da drüber legen oder mit unserem eigenen oder mit dem göttlichen Ton mitschwingen. Also könnte man das so umschreiben? Oder? So könnte man es umschreiben. Also was heißt denn zum Beispiel, sich mit der Seele zu verbinden? Letzten Endes ist das Ganze ja tatsächlich ein Höraspekt oder ein Wahrnehmungsaspekt. Kann ich Gottes Stimme hören, wenn man so möchte? Ja? Bin ich, also das ist ja das innere Ohr. Mhm. Kann ich wahrnehmen, wie es in mir schwingt? Ja? Und diese Reinheit sozusagen der Seele oder der Schwingung der Seele oder die Reinheit der Schwingung des Herzens, das ist natürlich nicht so einfach. Da müssen wir irgendwie rankommen, weil wir natürlich, wie du gerade gesagt hast, um unser Herz oder um uns unglaublich viele Schichten aufgebaut haben. Ja? Und das macht das Hören dann ein bisschen, erschwert das ein bisschen, weil so viel Lärm da drumherum ist, durch diese Schichten. Und Musik, die da sozusagen noch eine Schicht dann draufpackt, ja, weil sie eben auch lärmt und mechanistisch ist, ne, die bringt uns natürlich dem nicht näher, sondern schafft eher das Gegenteil, noch mehr Mauern oder noch mehr, Substitute zu erschaffen, ja. Je weniger ich mich an die Freude an der Seele erinnern kann, desto mehr suche ich nach Freude im Außen, weil irgendwie brauchen wir das ja. Wir wollen das Glück. Irgendwo haben wir alle die Erinnerung, Mensch, eigentlich sind wir von Natur aus total glücklich und freudvoll und liebevoll. Nur die ganzen Schichten da drum, die machen es schwer, uns daran zu erinnern. Ähnlich wie wenn wir zum Beispiel, ja, also ich habe eine schöne Erinnerung an gestern, aber wenn ich mich zudröhne abends und Alkohol trinke und Drogen nehme, dann verblasst die Erinnerung. Und da, was war denn da eigentlich nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Ja, weil wir sie einfach betrübt haben. Wir haben sie einfach überlagert mit ganz vielen anderen Informationen. Mit der Information von Alkohol, mit der Information von Drogen oder was weiß ich. Und eben mit der Information von abtötender Musik. Ja,
Und dann fällt es natürlich immer schwerer, sich daran zu erinnern, warte mal, da war doch irgendwas. Ich war doch eigentlich mehr als nur dieses Stück Fleisch hier, das morgens zur Arbeit geht und abends und hofft darauf, dass der Urlaub bald wieder kommt und dass die Politiker es richten oder was weiß ich. Wir kommen überhaupt nicht mehr, gar nicht an unsere eigene große Seelenkraft. Und ein Grund dafür ist schon die Musik, die sich in eine sehr materielle oder mechanistische Richtung entwickelt hat. Also die Dominanz des Schlagzeugs zum Beispiel, die wir seit Ende der 50er Jahre erleben, mit dem Aufkommen der Beatmusik, hat natürlich eine Auswirkung. Ich werde das jetzt auch gar nicht wertend meinen, aber wir hatten in der Klassik, gibt es das nicht vorher, dass das Schlagzeug so dominiert. Und wenn man sich die Entwicklung der Popmusik anschaut, am Anfang war das Schlagzeug, also bei den Beatles zum Beispiel oder Buddy Holly oder wie es so losging mit Rock'n'Roll, war auch noch nicht so im Vordergrund oder im Jazz. Es hat nicht so Bomb da reingehauen. Es diente noch zur Unterstützung der Harmonien, es diente noch zur Unterstützung der Melodien. Nehmen wir zum Beispiel mal die Beatles als Beispiel. Ringo Starr als Schlagzeuger war ein sehr melodischer Schlagzeuger. Also der hat nicht alles totgekloppt, was die anderen gespielt haben, sondern hat es noch gut, einfach unterstützt, natürlich mit diesen bisschen treibenden Beats, die ja auch durchaus sinnvoll sein können oder uns durchaus stärken können, weil sie auch noch akustisch sind. Aber wenn wir dann schauen, in den 70ern kam dann die Disco-Musik, da wurde das Schlagzeug noch ein bisschen prominenter und in den 80ern kamen dann die ersten Drumcomputer und das Schlagzeug war plötzlich lauter als die Gitarren und lauter als der Gesang, dieser Backbeat der Snare. Hat ja richtig so wie, als würde mir jemand mit jeder 2 und 4 haut mir jemand eins aufs Ohr. Ja. Das bleibt nicht ohne Folgen, diese Dominanz plötzlich, dieses und auch relativ, wie soll man sagen, unspektakulären Rhythmus. Ne? Also boom, tschak, ist jetzt nicht besonders subtil. Es erfüllt seinen Zweck für bestimmte Dinge, um uns zum Beispiel in eine gewisse körperliche Kraft zu bringen, um eine bestimmte Aufgabe auszufüllen. Dann kann das durchaus Sinn machen. Okay, ich nehme jetzt solche treibende Musik, weil ich jetzt gleich auf die Jagd gehen muss oder weil ich jetzt gleich den Garten umgraben muss oder sonst was. Dann kann das durchaus den Körper für diesen Moment energetisieren. Aber was wir machen als Gesellschaften, wir bombardieren uns damit ständig, auch wenn wir eigentlich Büroarbeit machen oder wenn wir eigentlich unsere Kinder versorgen sollten oder wenn wir eigentlich was auch immer. Und dann haben wir die ganze Zeit, sind wir die ganze Zeit gestresst, weil der Körper ja eigentlich dieses Aufputsch-Adrenalin wieder loswerden möchte in einer entsprechenden Tätigkeit. Dazu wurden früher solche Rhythmen benutzt. Die Römer zum Beispiel waren da Spezialisten drin. Die haben ihre Soldaten einfach energetisiert mit entsprechender rhythmischer und anderer Musik, damit die einfach besser kämpfen. Und es hat funktioniert. Die Römer waren damit erfolgreich. Aber was ihnen gefehlt hat, war diese Feinfühligkeit. Letztendlich sind die Römer zugrunde gegangen an ihrem Mangel an Feinfühligkeit und ihrem Mangel an Herz, wenn man so möchte. Wir haben zwar die Welt erobert, aber und das passiert gerade mit uns auch. Wir werden ständig aufgeputscht mit unseren Körpern und wissen gar nicht, was sollen wir denn damit machen. Sport wäre eine Möglichkeit. Ja. Kann man sagen, das Bewusstsein eigentlich sozusagen von Geist und Seele in den Instinkt, in den Körper sozusagen. Ja, genau. Also ganz viel leitet, ja. Sport, Instinkt. Ne? Und es wird dann auch, weil wir nicht mehr damit umgehen können, dass uns Geist und Seele fehlt, wird das, was wir dann gerade noch als Reste haben, wird dann einfach umgedeutet. Das erleben wir ja auch. Begriffe werden dann positiv neu gedeutet. Ja, ist doch toll, dein Instinkt. Ehrlich gesagt, also Instinkt brauchen Tiere. Richtig, ja. Ja, das ist wichtig für Tiere, weil die diesen Geist nicht haben. Aber wir Menschen, wir haben Geist. Wir brauchen nicht Instinkt, wir brauchen Intuition. Ja? Wir können natürlich Instinkt brauchen wir, wenn wir wirklich jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Aber wenn ich mit meiner Freundin schlafe, brauche ich keinen Instinkt, da brauche ich Herz. Und Seele, vereinige, was verbindendes, sonst begebe ich mich auf die Ebene des Animalischen. Ja,
auch die Verwechslung dann von Liebe und Herz eben mit dann wird Pornografie. Hör auf deinen Instinkt. Ja. So. Auf den Instinkt können wir nicht hören, weil der wird sowieso getriggert. Wenn wir die Seele aktiviert haben, wird alles andere sowieso, ist um alles andere gesorgt. Ja, dann ist auch mein Instinkt, wenn er nötig ist, vorhanden. Aber wenn ich den Instinkt zu der neuen Seele mache, sozusagen, dann fehlt mir ganz viel. Und das passiert gerade. Das erleben wir ja auch gerade mit diesen ganzen Transgender-Wahn. Plötzlich wissen wir gar nicht mehr, wer ist eigentlich eine Frau, wer ist ein Mann. Es gibt biologische Frauen. Es ist totaler Humbug, es ist totaler Quatsch. Wir definieren Begriffe unter dem Vorwand, das sei jetzt was Liebevolles, das sei jetzt wertvoll, das sei jetzt ideal, völlig verquer um. Und würden wir einfach zurückgehen zu unseren wirklichen Idealen, nämlich die Idealen des Herzens, dann hätten wir diesen ganzen Quatsch überhaupt nicht. Und das ist genau das, was passiert. Fehlt Melodie und Harmonie, also fehlt Geist und Seele, dann bleibt nur noch diese physische Komponente übrig. Und weil wir uns auf der nur total unwohl fühlen, wir merken, da stimmt was nicht, da fehlt viel zu viel, fangen wir an, das einfach neu zu bewerten, einfach eine neue Bedeutung zu geben, aber nicht aus einer höheren Inspiration oder Intuition raus, sondern einfach nur um nicht total zu verzweifeln. Aber das wird nicht lang von Dauer haben. Irgendwann werden wir auch daran dann verzweifeln, weil wir nicht imstande sind, oder wenn wir nicht imstande sind, Herz und Geist wieder zu füttern, dann werden wir auch an dieser physischen Ebene scheitern, so wie die Römer dran gescheitert sind und letzten Endes dann ihr Reich aufgeben mussten und voll die dekadenten Kaiser dann am Ende hatten. Und es war ja völlig irre dann, also wenn man sich da mal beschäftigt, wie die Römer dann am Ende gelebt haben. Das war also wirklich pure animalisch. Ja, also ist jetzt nicht jugendfrei, wenn ich davon erzähle. Und da, wenn wir nicht aufpassen, geraten wir da wieder hin. Wir schaffen uns quasi als moderne Römer dann wieder selber ab, weil wir nur noch Lärm und Geräusch produzieren. Das einfach so als, nicht Mahnung, aber mal so als, hey Leute, passt auf. Wie gesagt, es gibt ja auch viel, gibt ja zum Glück viel, viel großartige Musik, und es gibt viel Musik, die paradiesisch, schöpferisch ist. Wir haben ja nach wie vor unseren großen Vorrat an Klassik, und wir haben auch, wie ich gesagt habe, es kommen auch Musiker jetzt wieder buchstäblich zu Wort, die Plattenindustrie nicht wollte, weil sie scheinbar kein Geld bringen. Aber ich glaube, da ändert sich auch wieder was in Zukunft. Und dann werden wir wieder, dann wird Geist und Gefühl wieder ihren rechtmäßigen Platz einnehmen. Also du hast geschrieben, in der Harmonik steckt die Möglichkeit der Überwindung einer materiellen, von Dualität bestimmten Welt. Also auch im Zusammenhang mit der, ich glaube, du hast es Rückverbindung genannt, zum göttlichen Einen. Genau. Wie ich schon sagte, Harmonie ist die Antwort Gottes. Und was ist denn Harmonie? Wir brauchen nur das Wort nehmen. Also die musikalische Harmonie und die weltliche Harmonie. Wir sehen uns alle nach Harmonie. Wir wollen eigentlich eine Harmonie. Harmonie ist das, was wir beschreiben würden, wenn wir Paradies sagen. Ne? Okay, im Paradies herrscht Harmonie. Auf allen Ebenen. Harmonie untereinander, Harmonie im Körper und wie auch immer. Und das Mittel, um diese Harmonie zu erreichen, ist die Harmonie in der Musik. Wieder auch ganz eine einfache Gleichung. Gestaltet die Harmonie so, dass sie das Göttliche, dass sie die göttliche Harmonie verwirklicht oder erinnert. Benutzt sie nicht als Mittel zum Zweck, um einfach irgendwie, ja, da muss halt was drunter kleben noch so unter meinem Beat oder was weiß ich. Die Kunst der Harmonielehre ist eine ganz große Kunst. Und es geht hier nicht darum, auch nicht missverstehen mit, ja, wir müssen möglichst viele Harmonien da reinbringen. Also Harmonie in der Musik ist ja auch ein anderer Begriff für Akkord zum Beispiel einfach, ne? Also, oder auf der Gitarre den Akkord, den ich spiele oder sonst was. Also es geht ja auch nicht darum, möglichst viele Harmonien, sondern wie gehe ich mit dem, was ich da harmonisch habe, wie gehe ich mit dem, was ich da an göttlichen Zutaten habe, wie gehe ich da möglichst sinnvoll mit um, sodass es das Gefühl unterstützt,
dass es Sinn macht dann, wenn ich das Stück höre, dass diese Harmonien dann auch Sinn machen. Also eben, die Klassiker waren da Meister darin, Beethoven und Bach galt seinerzeit als, vor allem als großer Harmoniker. Heutzutage wird er ja auch gerne als Polyphoniker angesehen, weil er so schön viele verschiedene Linien miteinander verbunden hat. Aber damals war er ein großer Harmoniker. Und wenn man sich das anschaut, wie die Harmonien bei ihm innerhalb dieses Flusses sich wandeln und verändern und diese verschiedenen Linien, die verschiedenen Melodien, die da überall hörbar sind, am Ende unterm Strich einfach harmonisch rüberkommen und eine Harmonie verursachen, dann ist das genau das Ideal von wir Menschen. Jeder einzelne Mensch ist eine Melodie, ja, und unterm Strich, wenn wir uns zusammentun, werden wir eine harmonische Gemeinschaft oder erinnern und uns die Einheit mit Gott als das ursprünglich Harmonische. Wir sind harmonisch in Gott. Und das hat Bach zum Beispiel eben ganz gut rübergebracht mit seinen verschiedenen Linien, mit verschiedenen Melodien, also die verschiedenen Menschen. Jeder kann verschieden sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst das mögen und das denken. Aber es funktioniert trotzdem, dass wenn wir uns ausrichten auf das Göttliche, wir können nicht anders als harmonisch miteinander leben. Also den paradiesischen Zustand. Ich rede hier natürlich von Idealzuständen. Ich lege die Latte ganz hoch. Aber nur selbst dazwischen, ne, selbst wenn die Sprossen dazwischen sind, schon extrem wertvoll und sollten wir nutzen und uns daran erinnern. Aber man kann nicht sagen, nee, Harmonie schon, aber nicht mit Gott. Funktioniert nicht. Es ist ja auch spannend, darüber nachzudenken, oder? Also ich hatte das Glück, dass ich Klavier gespielt habe oder gelernt habe für über 10 Jahre. Aber ich kenne viele Menschen, die bezeichnen sich als nicht musikalisch. Ja? Aber also wenn ich jetzt dir zuhöre und meine Gedanken schweifen lasse, oder, dann ist eigentlich jeder ist Musik, jeder ist musikalisch. Ja? Das gibt dann in dem Sinne keine nicht musikalischen Menschen, oder? Nein, wer sagt, er ist nicht musikalisch, stiehlt sich ein bisschen aus seiner Verantwortung. Nämlich aus der Verantwortung, hören zu können, tönen zu können und selbst Resonanzkörper zu sein, wie ich vorhin sagte. Ja? Das ist eben so ein bisschen, naja, ich bin nicht musikalisch, ich muss mich mit diesen Aspekten nicht auseinandersetzen oder ich kann es nicht. Ist so ein bisschen, ja, ich nenne es mal so eine Flucht aus der Verantwortung, ein tönender und mitgestaltender, schöpferischer Mensch zu sein, weil auch der Hörer, also ich muss gar nicht unbedingt aktiv Musik machen, um musikalisch zu sein. Das ist ja dann, sag mal, auch ein bisschen Vorliebe einfach. Nee, Musik ist nichts für mich, ich male lieber oder so. Wobei ich jedem empfehlen würde, Musik zu machen. Ich weiß nicht, weil in Griechenland galten nur die Menschen als gebildet, die Musik machen. Also es bereichert das Leben einfach unglaublich. Ich weiß nicht, also als Griechenland oder Rom, da gab es das Trivium und das Quadrivium, also Grammatik, Logik, Rhetorik und dann Arithmetik, Geometrie, also Zahl in Raum und dann die Musik, Zahl in der Zeit. Ja, als ein der also Pythagoras hat ja auch Bildungs. Für Pythagoras gehörte das ja auch zusammen, Musik und Mathe und diese ganzen Verhältnisse. Also Musik war Grundlage. Eben wer nicht in Musik bewandert war, galt als ungebildet. Aber selbst wenn wir jetzt nicht aktiv Musik machen, was wir alle können, ist hören. Wir können alle Musik hören. Und wir gestalten die Welt mit durch die Musik, die wir hören. Wenn ich mir hier täglich morgens Mozart anhöre, weil mich das einfach in Schwung bringt am Tag, das ist aber ein bisschen mein persönliches Ding auch, dann gestalte ich aber trotzdem mit. Ich höre morgens Mozart und Mozarts Information von die Seele erheben, erreicht die Welt. Nicht nur mich. Die Schwingungen verbreiten sich ja. Die hören ja nicht bei mir auf. Okay. Nee, die gehen ja auch, ob man sie hört oder nicht, die Schwingungen verbreiten sich. Ähnlich wie wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße. Die Wellen verbreiten sich ja, bis sie ans Ufer stoßen und dann hören sie auf. Und so ist es auch mit der Musik.
die Wellen der Musik verbreiten sich ja, nur dass es im Quantenfeld kein Ufer gibt. Das heißt, sie verbreiten sich endlos, grenzenlos. Das Urwasser aus der Bibel, was für mich synonym ist mit Quantenfeld, hat keinen Anfang, kein Ende. Es verbreitet sich einfach und schafft, wird schöpferisch. Und wenn ich jetzt zu mich entscheide, die und die Musik zu hören oder eben aufzulegen oder wie auch immer, kann ich nicht sagen, ich bin unmusikalisch. Nein, in dem Moment gestalt bin ich schöpferisch tätig. Und deswegen sage ich, das würde es heißen, sich aus der Verantwortung stehlen zu wollen. Sobald ich etwas höre, sobald ich auch nur was sage, spreche, produziere ja Klänge. Wenn ich mit dir spreche, Musik. Alles, was wir jetzt hier besprechen, erreicht das Quantenfeld, erreicht die Welt. Und wenn ich, deswegen war das ja auch so wichtig früher für eben die Kunst der Rhetorik oder im alten China auch, dass man gelernt hat, bewusst zu sprechen, die Worte wirklich gewählt zu wählen, bewusst zu wählen, weil sie, jedes Wort ist schöpferisch. Im Klang und in der Bedeutung ist ja auch eine Information drin. Und wenn ich, im Grunde ist es auch hier wieder ganz einfach, also jeder kann es selber beobachten, wenn ich jemanden anschnauze, ey du Idiot, was bringe ich dann in die Welt? Oder mit welcher Intention? Ne? Auch hier ist die, wenn ich das mit der Aggression sage, dann bringe ich Aggression in die Welt. Wenn ich das spaßeshalber sage, dann auch. Also hier Klang und Bedeutung, beides wirkt. Wir können nicht anders. Deswegen sind wir alle von Natur aus musikalisch. Wir tönen alle. Wir gehen automatisch in Resonanz. Den Partner, den wir wählen, haben wir deswegen gewählt, weil er in Resonanz mit unserer eigenen Schwingung geht. Das sind musikalische Gesetze, die überall wirken. Und deswegen, wir können nicht sagen, ich bin unmusikalisch. Wir sind vielleicht uns dessen nicht bewusst. Hm. Ja? Wir haben vielleicht das musikalische Know-how nicht. Also das auf der Formebene. Hm. Aber auf der Inhaltsebene haben wir alle das Potenzial, großartige Musiker zu sein. Wir können alle singen. Wir haben nur nicht singen gelernt oder wir trauen uns nicht. Da sind auch Blockaden drum. Also es gibt keine genetisch oder biologisch schlechten Sänger sozusagen. Jeder kann singen lernen. Natürlich erfordert Musik auf der Erde, auf der Welt, erfordert alles ein bisschen Disziplin und Übung. Und sonst funktioniert es nicht. Das ist ja genau das Problem, dass wir Musik haben, die eigentlich keine Hingabe mehr erfordert, die wir nur noch so programmieren können. Und dann wundern wir uns über die Erwartungshalt der Menschen, dass alles immer sofort da sein muss. Ja, es muss kommen und wir können uns nicht mehr committen. Ja, ne, dieses ständig wechselnde Partner, der gefällt mir jetzt doch nicht, such mir einen neuen. Ja, weil wir uns nicht mehr, wenn wir nicht mehr gelernt haben, uns hinzugeben. Ja, also Musik zu lernen erfordert nun mal Disziplin. Alles zu lernen erfordert Disziplin. Ja. Wenn wir so weitermachen, dann lernen wir sogar irgendwann das Laufen, weil wir als Kinder da sagen, nö, das muss doch so gehen. Nein, wir haben als Kinder haben wir ganz fleißig Laufen geübt, ja. Wir haben ganz fleißig Fahrradfahren geübt. Als Kinder haben wir das noch, dieses, also, ja. Jedes Kind singt. Also was ich jetzt unter anderem mitnehme, also das eine ist, oder? Also wir sind Empfangsstationen sozusagen, oder? Und irgendwo scheinen wir ein individuellen Aspekt von dem göttlichen Ein zu sein, also unsere Farbe trotzdem irgendwo mitzugeben, aber das möglichst in dem Sinne, also zu empfangen, ungefiltert wiederzugeben, aber dann eben auch, es erfordert, also du hast jetzt Hingabe genannt, also das ist eine Kunst in dem Sinne, also es erfordert Zeit, Disziplin, also das wirklich dann in die Welt zu bringen, sozusagen. Ja, auch hier haben wir, unser Begriff von Disziplin ist ein bisschen fehlgeleitet. Ne? Wir denken, Disziplin hat was Militärisches oder eben was Dogmatisches. Also Disziplin heißt, kommt von Dice, also Disciple steckt da, der Schüler. Ne? Disziplin heißt einfach nur, ich bin Schüler. Und ich bin mir bewusst, dass ich Schüler bin und deswegen bleibe ich dran, weil ich es noch nicht gelernt habe. Ich bleibe so lange Schüler, ich bin so lange in der Disziplin, bis ich es gelernt habe, bis ich etwas gemeistert habe. Das ist, und Disziplin ist ein Ausdruck von Liebe, nicht von Gewalt.
Das ist auch wieder eine Fehldeutung meiner Meinung nach. Disziplin heißt, ich bin Schüler, ich möchte lernen, ich möchte mich erweitern, ich möchte so lange lernen, bis ich die Liebe gelernt habe. Bis ich verstanden habe, bis ich da wieder bin, bis ich alle... Lernen heißt ja im Grunde nichts anderes als, für mich heißt Lernen nichts anderes als all das zu verlernen, was sich um unsere Wahrheit gelegt hat, unsere Natürlichkeit und unser natürliches Erbe, eben diese von den Schichten, die ich gesprochen habe. Das heißt, Lernen bedeutet abzutragen, wie eine Zwiebel. Eine Schicht nach der anderen weg und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Also bleibt der reine Klang übrig. Bleibt der rein, die Reinheit, die Stille. Das, ja. Also vorher hast du erwähnt, dass eben Musik zu hören ist auch eine Form, sag ich mal, musikalisch zu sein. Also jetzt mal ganz konkret, also du hast vorher auch erwähnt, dass zum Beispiel MP3 nur noch, sag ich mal, eine geringe Informationsmenge übertragen. Wie hört man denn in der heutigen Zeit idealerweise Musik? Also ich nehme mal an, wenn man so Streaming-Dienstleistungen wie Spotify benutzt oder YouTube oder was es sonst noch da alles gibt, dann sind das schon reduzierte Informationen, die man dort sozusagen empfängt oder ich sag mal so, wie hört man Musik? So wie wir Nahrung zu uns nehmen. Wie isst du? Wir decken uns einen Tisch, wir kochen, wir machen uns das irgendwie einigermaßen nett. Im Idealfall. Ja, wir setzen uns vielleicht auch mit anderen zusammen und essen. Es dauert ein bisschen, bis das Essen fertig ist. Und dann essen wir. Dann nehmen wir die Nahrung zu uns. Ne? Selbst wenn ich einen Apfel zwischendurch nehme, dann nehme ich diesen Apfel, dann wasche ich ihn, putze ihn und dann nehme ich ihn in die Hand und beiße ihn. Das heißt, es ist irgendwo auch ein bewusster Vorgang. Und so wie wir uns unseren Körper ernähren, so sollten wir auch die Musik zu uns nehmen. Das heißt, ich mache jetzt nicht einfach nur mal hier eben schnell mal TikTok an oder sonst was und lasse es mal so laufen und wenn es mir nicht gefällt, nehme ich das. Das wäre entsprechend wie Fast Food. Ne? Das ist natürlich ein Problem unserer, also das ist natürlich unsere Gesellschaft. Die will auch schnell essen, Fast Food. Ja, ja komm, gib's mir hier und dann wird es reingestopft und halbe Stunde später wieder ausgeschissen. Also das ist kein bewusstes Essen. Ne? Und auch das, die Nährstoffe sind da nicht mehr drin. Und wenn du fragst, wie hört man Musik, ja, wie möchtest du essen? Ja, kannst du fragen, möchtest du lieber an einem schön gedeckten Tisch mit gutem Geschirr, ja, mit selbstgekochtem Essen, ja, von Muttern gekocht oder selber gekocht, wie auch immer, bei Muttern schmeckt es ja immer am besten, weil Mutter, die Mutterliebe da drin steckt. Nicht nur. Ja, also das kann man sich fragen. Und so hörst du dann Musik. Das heißt, wenn du gutes Kochgeschirr hast, wenn du gutes Essgeschirr hast, bedeutet es, schaff dir eine gute Anlage an, schaff dir eine gute Musikwiedergabeanlage an. Nicht dieses billige Mini-Zeugs da oder Handy nur, sondern anständige Boxen, die all die Informationen, all die Frequenzen auch wiedergeben können. Einen guten Verstärker. Hör zumindest wenigstens CD-Qualität. Ja. Also auch Streaming, es gibt Streaming-Dienste, die bieten hochwertige, hochaufgelöste Musik an. Wir müssen nicht Spotify hören, wir müssen nicht Amazon Prime hören, weil das ist schlechte Qualität. Also was gibt es denn für Alternativen? Jetzt mache ich mal Werbung, weil ich selber habe, Tidal. Okay, ja. Tidal, okay. Ja, die bieten Qualität in drei verschiedenen Formen an, nämlich die schlechte, also die MP3-Qualität, was Spotify und sowas hat. Und hier nicht irreführen lassen von beste Qualität, die meinen dann beste MP3-Qualität, aber beste MP3-Qualität ist immer noch 10-mal schlechter als CD. Also, oder CD-Qualität, HiFi-Qualität nennt sich das da, oder sogar Studio-Qualität, weil in den Studios wird meistens noch viel hochauflösender aufgenommen, als wir es dann auf CD ist, quasi schon wieder eine Reduktion der Tonqualität. Also,
wer sich jetzt keine CDs mehr kaufen will, okay, wenigstens ein gutes Streaming-Portal. Wobei ich persönlich finde, die Musik, die gestreamt wird, einfach durch die Übertragung, ich habe das Gefühl, von CD klingt es trotzdem noch mal besser oder von Platte. Irgendwie dieses Physische scheint da noch mitzuwirken, als wenn ich das jetzt hier nur so durch die Luft schwingen habe über WLAN oder sowas. Aber trotzdem, immerhin. Also es gibt Streaming-Dienste, die bieten gute Qualität an. Also das, ne, zum Beispiel eben wie Lieferservice, nehmen wir mal Beispiel, Lieferservice, der Bio-Nahrung bringt und nicht McDonald's. Ja, so, das wäre ein Streaming-Dienst. Guter Streaming-Dienst, der dir gute Sachen bringt. Wie heißt das hier? Hello Fresh oder so. So, dann, also eine gute Anlage. Dann, bei was? Wie hörst du Musik? Also, wenn du dich zum Essen hinsetzt, manchmal essen wir so ein bisschen nebenher, ne, machen vielleicht noch was, okay. Manchmal hören wir Musik nebenher. Kann auch nutzvoll sein. Also Schülern empfehle ich zum Beispiel, macht bei den Hausaufgaben, hört leise Bach im Hintergrund. Das eben diesen Fluss anregt, ne, diesen mentalen Fluss auch. Aber da sind wir eben nicht ganz bewusst dabei. Wenn wir bewusst essen, wenn wir, oder umgekehrt, wenn wir eben so nebenher essen, dann nehmen wir quasi nur das zu uns, was der Körper braucht. Ne, so, okay, das verarbeitet dann, wir kriegen es gar nicht mit. Aber wenn wir das Essen bewusst zu uns nehmen, schmeckt es meistens noch ein bisschen besser. Also wir haben noch ein bisschen mehr Profit davon. Ne? Also, oh, ist das lecker. Und genießen das und sitzen da vielleicht mit unserem Liebsten oder unserer Liebsten zusammen und irgendwie schmeckt das alles viel besser. Oder mit der Familie. Ja, und ich bin mit einer Mexikanerin verheiratet, da hat das Essen. Ja, siehst du? Ja? Und so können wir auch Musik hören. Okay, ich lege jetzt hier diese schöne CD auf oder diese schöne Platte auf, dann setze ich mich hin, schön in meinen Creme, in meinen Schaukelstuhl oder meine Hängematte oder was auch immer. Und dann höre ich einfach mal nur diese Musik und genieße das. Ja? Und lerne dabei, meine Gedanken mal abzuschalten. Ja, klar, die meisten Menschen hören Musik nicht mehr bewusst, weil es hier ständig rattert. Sie können das gar nicht mehr. Ne? Und sie können auch Musik gar nicht mehr hören, ohne das entsprechende Video dazu. YouTube und TikTok. Das stelle ich bei meinen Schülern fest. Ich unterrichte ja auch Oberschule und Gymnasium. Denen fällt es viel, viel schwieriger, wenn ich Musik nur so laufen lasse, von CD, als wenn ich es auf YouTube laufen lasse. Ne? Dann gucken sie halt immerhin. Aber eigentlich hören sie nicht so gut. Ne? Sie gucken mit den Augen, sie hören mit den Augen. Aber sie hören eigentlich, nehmen eigentlich nicht wahr, was wirklich passiert in der musikalisch. Ne? Deswegen, klar ist Video heutzutage und YouTube ist halt so, aber wir können ja vielleicht auch einfach mal nicht hingucken, wenn wir Musik schon auf YouTube laufen lassen. Aber das Problem auf YouTube ist auch, die Qualität ist oft nicht so gut. Also einfach eine CD auflegen, eine Platte auflegen, hinsetzen. Zuhören. Ich kann mich noch erinnern, dass wir das früher, als ich in meiner Jugend da war, gab es eben noch Schallplatten und wir sind dann auf Flohmärkte und haben geguckt, oh, die neue Platte von, oder da, ey, guck mal, ich habe hier die Platte von Paul McCartney gefunden endlich, die wir alle gesucht haben und dann sind wir alle zusammen zu einem von uns nach Hause gefahren, haben die Platte aufgelegt, haben uns in den Kreis gesetzt und haben einfach nur diese Platte gehört. Das Cover wurde dann so rumgereicht, jeder durfte mal drauf gucken. Das war ein großes Event. Das hat Spaß gemacht. Es wurde zelebriert. Das war eben wie ein gemeinsames Mahl einnehmen. Es war kein physisches Mahl, sondern es war ein akustisches Mahl. Und ich habe die Erinnerung und die Musik, die wir da gehört haben, die ist immer noch präsent. Die hat ganz viel bewirkt. Also je mehr Bewusstsein, desto mehr, wie soll ich sagen, desto mehr Bewusstsein wir reingeben, beim Hören oder beim Essen oder überhaupt bei unserer Tätigkeit, ganz egal, was wir tun, aber bei Musik ist es eben auch so, desto mehr Liebe kommt am Ende raus. Ja, wir geben hier Bewusstsein rein und Liebe kommt raus. Und wenn wir eben Musik hören, die eben noch schöpferisch paradiesische Informationen enthält, ja, und das bewusst hören, dann tragen wir als Hörer auch ganz viel bei zu einem Entstehen eines paradiesischen Zustands. Ne? Weil ich Bewusstsein, Bewusstheit reingebe, Bewusstsein reingebe.
mehr, als wenn ich das nebenher mache. Ja, das ist schon spannend. Da gibt es ja auch noch diese, ich weiß nicht, ob das ein Fakt ist oder ob das einfach nur eine Geschichte ist, diese Mythen um den optimalen, also die optimale Frequenz für den Kammerton A, also wohl im heutigen, in der heutigen, also ich spreche einfach nur als Laie, das ohne Hintergrundwissen, ist wohl der Kammerton A mit 440 Hertz gestimmt, aber natürlich wäre wohl zum Beispiel 432 Hertz oder eine andere Frequenz. Wie ist das eine Mythe? Ich schreibe dazu auch in meinem Buch ein bisschen was. Ich habe auch ein Video schon, ein Interview gegeben mit meiner Verlegerin über dieses Thema. Also wer da ein bisschen mehr reinhören will, der kann sich das anschauen. Es ist nicht ohne Bedeutung, es ist auf jeden Fall ein Thema. Die 432 Hertz Stimme, Kammerton auf 432 Hertz entspricht mehr unseren natürlichen Zuständen. Also wenn wir zum Beispiel den Körper als Resonanzkörper nehmen und entsprechend aus den Verhältnissen unseres Körpers dann den Kammerton hochrechnen würden auf A, kämen wir auf 432 Hertz. Also unser Körper resoniert auf 432 Hertz. Das ist der Grund, warum früher Ohrenärzte Stimmgabeln benutzt haben mit C auf 128 Hertz. Hochgerechnet auf den Kammerton werden das nämlich 432. Also ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber wenn sie da so reingehört haben oder geguckt haben, ob das noch alles stimmt, haben sie eben diesen tieferen Kammerton, der mit unserer Körperstruktur übereinstimmt. Auch die Zellteilung hochgerechnet, kommen wir dann auf 128 und so weiter. Und umgerechnet landen wir bei 432 Hertz. Oder der Jahreston der Erde, der schwingt ja auch. Und auch wenn man den hochrechnet, man kommt auch auf 432 Hertz. Also, oder das Sonar der Wale schwingt auch Kammerton 432 Hertz. Also die Natur scheint diesen Kammerton zu bevorzugen. Und 440 Hertz ist ein bisschen eine Deviation aus dem natürlichen Zustand. Und versetzt uns immer auch noch in einen künstlichen Stresszustand. Dissonanz. Ja, also wir müssen es sozusagen angleichen. Mhm. Das erzeugt einen Stresszustand, das erfordert von uns Adrenalin oder irgendwelche Ausschüttung von Stresshormonen, ne, um das anzugleichen, die auch wieder, wenn wir das nutzen, wenn wir diesen Stresslevel sozusagen, der ja erstmal nicht schlimm ist, der ist ja da, wenn wir den nutzen würden für eine Tätigkeit, dann würde das Sinn machen, für diesen Moment 440 Hertz zu hören. Die Römer haben das eben auch gemacht. Die haben den Kammerton hochgesetzt, um Stress zu erzeugen. Viele Militärorchester haben einen höheren Kammerton. Ja, interessant. Ja. Dann macht das natürlich, ja klar, die sollen ja auch kämpfen, die sollen ja möglichst kraftvoll und also auch wieder ausdauern. Je nach Intention. Ja. Genau, da ist eine Intention dahinter. Aber auch hier, wenn wir Musik hören, die ganze Zeit auf 440 Hertz schwingen, sind wir die ganze Zeit in diesem kriegerischen Zustand sozusagen. Bauen können, nicht abbauen. Also das ist ein Aspekt. Ich persönlich habe noch einen zweiten Aspekt. Also auch 432 Hertz schwingt eben mehr in Resonanz mit unserem Herzen. 440 Hertz schwingt mehr in Resonanz mit unserem Verstand. Und unsere Gesellschaft kalkuliert und fühlt nicht. Ne? Also ganz viel entsteht aus dem Kalkül. Ganz viele Strukturen unserer Gesellschaft sind aus dem Kalkül, also aus hier oben entstanden. Der Kopf ist da, aber die Connection zum Herzen ist nicht vorhanden. Kann man übrigens auch hören in der Sprache. Viele Politiker, die eben keinen Bezug zu ihrem Herzen haben, klingen ganz gequetscht hier, also hier ist es gebrochen, die anderen immer so ein bisschen so eine. Da resoniert es nicht, da fehlt dann der Bezug zur Resonanz des Herzens. Ist aber natürlich auch von der Form abhängig oder wie wir uns gerade fühlen. Meine persönliche Meinung zu 440 Hertz ist aber auch noch, dass wir Menschen uns generell in einer Aufwärtsbewegung, in einem Aufstiegszustand befinden, also unser Bewusstsein, unsere Frequenz wird nach und nach angehoben, einfach um neue Dimensionen zu
erreichen und auch nachvollziehen zu können oder da einzutauchen. Und unter dem Aspekt glaube ich, dass sich der Kammerton auch anheben wird, weil sich die natürliche, also der natürliche Kammerton wird sich anheben und also unsere eigene. Und dann matcht das wieder mit den 440 Hertz. Das ist aber meine persönliche Meinung, die ich noch nicht beweisen oder überhaupt belegen kann. Das ist nur so ein Gefühl, dass das durchaus so ein bisschen wie so ein zu großer Schuh, in den wir noch reinwachsen müssen. Ja, also wirklich interessant, ja, Sebastian. Ne? Das ja, macht wirklich große Freude, dir zuzuhören, ja, und die musikalischen, schöpferischen Zusammenhänge eingeführt zu werden. Ja, ja, wie gesagt, viel ausführlicher habe ich es in meinem Buch geschrieben und ich habe es auch schön aufgearbeitet in unterhaltsame Geschichten. Also es ist nicht so trocken zu lesen, so nur eine Information nach der anderen, sondern es ist auch, ich erzähle ein paar Anekdoten und Mythen und so, dass man das auch als Laie gut lesen kann. Ja, also ich werde all deine Informationen und unser Gespräch noch hinzufügen, sodass jeder, der da jetzt in Resonanz gegangen ist, ja, der Interesse hat, neugierig ist, dann noch mehr zu erfahren, das auf jeden Fall machen kann. Und auch, was ich noch sagen kann, also du hast wunderbare Videos, also diese Videos, auch, glaube ich, im Zusammenhang mit deinem Buch auf deinem YouTube-Kanal. Also das macht wirklich Spaß, also da erzählst oder musizierst du da. Also das ist wirklich ein Mitnehmen über alle Sinne, sage ich mal so. Ja. Schön. Ja, also Sebastian, ich weiß nicht, hast du noch ein letztes Wort und noch etwas, was du teilen möchtest? Ja? Oder was hier noch? Naja, mein letztes Wort ist immer so mein Motto. Ich habe ja auch meine Homepage danach benannt, aus dem Lateinischen entlehnt. Carpe diem, gibt es ja diesen schönen Spruch, ne, nutze den Tag. Wörtlich übersetzt heißt es sogar auch pflücke, genieße und nutze den Tag. Also es hat drei Bedeutungen. Und ich habe daraus gemacht Carpe Musicam, das ist mein Motto. Meine Homepage heißt auch carpemusicam.com. Also lasst uns die Musik pflücken, genießen und nutzen. Also wirklich, ich glaube, das Letzte ist auch ganz wichtig, nutzen für die Zwecke, für die Welt, die wir kreieren wollen. Weil Musik ist etwas, wir können die Welt nicht im Äußeren verändern. Das hat noch nie funktioniert. Das sollten wir mittlerweile verstanden haben. Nichts im Äußeren hat die Welt wirklich zum Besseren verändert. Nur das Innere, so wie, ich glaube, Gandhi hat es gesagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt wünschst. Und Musik kann uns bei dieser Veränderung im Innern helfen. Wenn wir die Musik nutzen, um unser Inneres zu stärken, zu vergrößern, aus der Kleinheit in unsere Größe kommen, in unsere Natürlichkeit, dann folgt ganz automatisch, da müssen wir uns überhaupt nicht anstrengen, folgt eine Welt der Natürlichkeit, der Harmonien, der melodiösen Vielgestalt. Ja. Also in den musikalischen Fluss, den Bach, ja. Genau. Fließen zu lassen, ja. Ja, also wie gerade schon gesagt, also ich werde alles verlinken, sodass jeder mehr über dich erfahren kann. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die musikalische Welt, Entdeckungsreise mitzunehmen. Ganz herzlichen Dank, Sebastian, hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja. Ja, danke schön. Ja, danke dir. Ja, und natürlich auch euch allen vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen bzw. Zuhören, fürs Neugierigsein und wünsche euch alles Gute und ich freue mich aufs nächste Mal. Fokus schafft Realität, das haben wir alle schon mal gehört, aber was bedeutet das genau? Ja, das heißt, dass wir ursächlich sind für unsere Lebenserfahrung, für jeden einzelnen Moment, ob wir glücklich, freudig, erfüllt oder vielleicht gestresst, ängstlich, frustriert sind. Ja, unser Fokus entscheidet, denn er schafft unsere Erfahrung. Es hört sich vielleicht simpel an, aber ja, die Frage ist, wie funktioniert das? Ja, worauf sind wir tatsächlich fokussiert und wie können wir unseren Fokus vielleicht ein Stück weit weiter schärfen, um statt auf Angst und Mangel, externe Bedingungen gerichtet zu sein, ganz bewusst den Fokus zu setzen auf das, was wir wahrhaftig sind und lieben, was uns Freude bereitet
um eben genau mehr davon in unser Leben zu bringen und wirklich ja, kreativ und inspiriert zu leben. Ja, und diesen Fragen werden wir uns im Seminar Strukturelle Kreativität ja, widmen und auf den Grund gehen. Wer neugierig ist und sich angesprochen fühlt, der sei hierzu herzlich eingeladen. Ja, mehr Informationen findet ihr über diesen Link. Lasst uns die spannende Entdeckungsreise beginnen. Ich freue mich.